Pressekonferenz anlässlich dieser Sondersitzung wegen drei besonders wichtiger Themen. Lassen wir uns gleich mit dem ersten Thema beginnen, mit der Flutkatastrophe. Dieses Unwetter hat ja viele Gebiete in Deutschland mit verheerender Kraft getroffen. 180 Menschen starben, ganze Regionen sind zerstört und zahlreiche Wirtschaftszweige liegen am Boden. Um vom Versagen der Politik und politischer Verwaltung abzulenken, behaupteten Vertreter der Bundesregierung schon Tage nach der Flut, das Hochwasser sei Folge eines menschengemachten CO2-bedingten Klimawandels. Aber so extreme Flutkatastrophen im Ahrtal beispielsweise hat es immer wieder gegeben, auch schon in vorindustrieller Zeit, da sind die Dokumente, die Daten ganz gut. 1601, 1719, 1804 und auch mehrfach danach gab es entsetzliche Fluten mit teilweise sogar höheren Pegelständen als jetzt. Und damals gab es noch gar keinen menschengemachten industriellen CO2-Ausstoß. Deswegen müssen wir zurück auf die eigentlichen Punkte dieser Flutkatastrophe, das Versagen von Politik, Katastrophenschutz, den ganzen Systemen. Und darüber hinaus muss den Menschen jetzt wirksam geholfen werden beim Wiederaufbau. Da wird der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, Peter Böhringer, was dazu sagen, auch wie es am besten finanziert wird, unter anderem aus dem EU-Solidaritätsfonds und anderen Sondervermögen. Peter, du hast das Wort. Ja, danke, Bernd Baumann. Meine Damen und Herren, danke fürs Kommen, auch an den Bildschirm, natürlich fürs Zuschalten. Wir haben heute tatsächlich einen wichtigen Tag im Bundestag und das betrifft eigentlich alle drei Tagesordnungspunkte, wirklich alle. Trotzdem ist dieser hier, über den ich jetzt referiere, der ursprüngliche Anlass der Einberufung der Sondersitzung. Das war also der Grund, warum eigentlich heute Sondersitzung einberufen wurde. Ich gebe aber zu, dass Afghanistan und die potenziellen Folgen und die epidemische Notlage und die erneute unsägliche Verlängerung mindestens genauso große Bedeutung und auch gewaltige Folgen haben. Aber wir sprechen hier bei unserem Thema von rein quantitativ 30 Milliarden Euro. Das macht man jetzt auch nicht jeden Tag im Haushalt. Und es wird ein neues Sondervermögen eingerichtet vom Bund. Das ist der Vorschlag der Regierung. Aufbauhilfe 21 heißt das und ist, wie Bernd Baumann ja eben schon gesagt hat, eben die Antwort der Bundesregierung jetzt auf die Flutkatastrophe im Juli. Eine sehr späte Antwort, die Bundestagsfraktion der AfD hat schon am 19. Juli 2021 eine Sondersitzung beantragt zu diesem Thema, wurde von allen Fraktionen erstmal abgelehnt, von allen anderen Fraktionen. Das war vor mehr als 5 Wochen, Leute. Ja? Und nun findet sie also statt. Man darf schon irgendwo sagen, dass vermutlich die Bundestagswahl hier eine Rolle gespielt hat. Man will sich jetzt als großer, generöser Gönner darstellen und als Retter der Deutschen und der Flutgeschädigten. In ähnlicher Form hat das ja Gerhard Schröder vor vielen Jahrzehnten schon einmal durchgezogen. Da war es nicht ganz so teuer. Trotzdem stellen wir jetzt nicht den Betrag an sich in Frage. Es ist zwar eine unserer Forderungen in unserem Antrag dazu, dass Gelder, die nicht gebraucht werden unter Umständen, das kann schon passieren, zurückfließen müssen in den allgemeinen Haushalt, aber mein Weiß ist nicht ganz sicher. Die 30 Milliarden setzen sich zusammen aus 2 Milliarden Hilfe, Aufbau, Wiederaufbau der Bundesinfrastruktur, die der Bund sowieso leisten müsste. Also das wäre sowieso seine Aufgabe gewesen. Und der Rest, die 28 Milliarden, teilen sich der Bund zu 14 Milliarden und die Länder zu 14 Milliarden. Auch operativ wird das in Kooperation gemacht. Es ist nicht klar, das war übrigens heute auch schon im TV großes Thema, wie die Gelder eigentlich nur genau abgerufen werden. Also die entsprechende Ausführungsverordnung steht noch aus. Die wird heute nicht mitbeschlossen. Da werden wir natürlich auch ein Auge drauf haben. Das Gesetz selbst, ja, okay, es muss was gemacht werden. Schade, dass es nur in Wahlzeiten gelingt, für die deutschen Bürger und für deutsche Geschädigte was zu tun. Es sind am Rande auch noch weitere Gesetze betroffen. Das Telekommunikationsgesetz, weil man Warn-SMS verschicken muss, da darf ich doch nebenbei darauf hinweisen, dass der Arbeitskreis Digitales in unserer Fraktion schon am 24.03., also noch lange vor der Flut diesen Jahres, genau diese Forderung gestellt hat. Nun wird also das auch umgesetzt. Leider sind auch neben anderen kleineren Verordnungen, die hier betroffen sind, ist auch noch was reingeschmuggelt worden, dass eine neue Regelung zum Infektionsschutzgesetz, ich rüge das rein prozessual und formell, dass schon wieder im Infektionsschutzgesetz, das ist bestimmt das dritte Mal jetzt schon in Form eines Omnibusverfahrens, in Form eines völlig anderen Gesetzes, das Infektionsschutzgesetz geändert wird. Also wir reden heute von Aufbauhilfegesetz, ich muss aber trotzdem auch diesen Punkt Artikel 12 des Änderungsgesetzes erwähnen. Das geht überhaupt nicht. Der Aufbaufonds kommt also nur spät, aber er kommt. Soweit sind wir im Prinzip im Boot.
Es ist in unserem Zusatzantrag, der hoffentlich angenommen werden wird, noch zusätzlich drin, dass wir sicherstellen wollen und die Bundesregierung auffordern, sicherzustellen, dass die Mittel genau dort ankommen, wo sie auch vorgesehen sind und nicht zweckentfremdet werden, insbesondere nicht für ideologische Zwecke, was uns nicht überraschen würde, wenn es zum Thema Klima irgendwelche Abzweigungen gibt. Im Moment ist das noch nicht absehbar, aber wir werden ein Auge drauf haben. Ich glaube, Carsten Hilse wird dazu auch gleich noch sprechen. Der Verdacht liegt schon ein bisschen im Raum und steht im Raum, weil mindestens 5 oder 6 Politiker, Frau Merkel, Herr Söder, Herr Laschet, Frau Göring-Eckardt, auch Ministerin Schulze, alle dieses Wetterereignis mit Klima in Verbindung gebracht haben, in verschiedenen Wording, aber am Ende fast immer das gleiche Wording gegen das Votum ihrer eigenen Bundesbehörde. Der Deutsche Wetterdienst hat ganz explizit das Gegenteil gesagt. Es ist ein Wetterereignis, wörtlich, und kein Klimaereignis, was ja auch völlig logisch ist. Es ist ein regionales Einmalereignis, und Bernd Baumann hat es eben auch gesagt, schon in vorindustrieller Zeit gab es sehr viele dieser Hochwasser. Das Ahrtal ist da anfällig, auch andere Gegenden sind anfällig. Es ist ein Wetterereignis und es ist absurd, dass permanent und in X-Statements zwischen der Bundesregierung und anderen Altparteien mit Klima in Verbindung zu bringen. Dann wollen wir ein Auge noch drauf haben, ganz wichtig, wie das refinanziert wird. Es ist nämlich durchaus so, dass die EU, die man jetzt nicht unbedingt lieben muss, einen Solidaritätsfonds für genau diese Fälle hat, Fluten und Erdbeben. Und die Zahlen, die ich informell kenne, dazu gehe ich heute noch in meiner Rede nachher ein aus dem BMF, sind erschreckend gering gegenüber dem Gesamtschaden. Es ist also so, dass viel zu wenig erstattet wird aus diesem EU-Fonds. Und bitte jetzt nicht die Gegenfrage aus der Audienz, ihr wollt doch sowieso aus der EU raus. Solange wir in der EU sind und solange wir in diese Töpfe einzahlen, ist es natürlich völlig richtig, dass aus einem explizit dafür geschaffenen Solidaritätsfonds auch Deutschland was bekommt. Und die Größenordnungen sind minimal, die das BMF erwartet. Da erwarten wir also viel mehr, eine ganz andere Verhandlung gegenüber der EU, dass sich das auf jeden Fall anders refinanzieren lässt. Ich will jetzt aber hier an der Stelle noch keine Zahlen nennen. Ja, und zuletzt Infektionsschutzgesetz geht nicht, schon formell nicht. Und wir sehen auch durchaus die Regelung, auch wenn es nur eine relativ kleine Regelung ist, in diesem Teil des Gesetzes zum Infektionsschutzgesetz kritisch.